So, die haben ordentlichen Knall. Zu Besuch beim Abschaum der Menschheit. Klar. Bonus, Actionfotos, Spider Slice, Bleißer. Das hast du gut gemacht. Spider Splicer Organe können wie Verbandskästen verwendet werden. Autsch. Gut, gibt's hier noch irgendwo einen Verbands... Oh, schön. Hat was. Ionischer Schrot habe ich nicht viel. Nehme ich mal normalen Schrot. Ah, das war also gedacht, okay. Die Hilfestellung konnte ich jetzt... Finde ich gut. So, Zirkus der Werte. Wie viel Film habe ich denn? Einmal kann ich kaufen. MG-Patron, 0-0 Schrot. Eve-Spritze, einen Verbandskasten kaufe ich mir mal. Und was haben wir hier? Nee, brauche ich nicht. Okay. Super. Ich habe dem die Fotos gebracht. Wir alle bewegen die große Kette. Und die große Kette bewegt uns. Ja, ja. Nee, finde ich eigentlich ganz gut, dass der so im Endeffekt... Meine Frau Moira geht mir echt auf den Geist. Aber sie ist mein Ein und Alles. Ja, ja. Sie ist wunderschön. Ich fürchte... Ich war doch gerade was am Erzählen! Ich habe dass ich Patrick und sie hierher gebracht habe. Ich dachte, unser Leben würde dadurch besser werden. Oh je, wie blöd kann man eigentlich sein? Naja. Nee, finde ich gut, dass der Pfeil jetzt bei dieser Suche so ein bisschen aufgehört hat. Big Sister? Nö. Super! Das machst du fein. So, wir haben uns jetzt einen Freund geangelt. Der hilft uns jetzt. Alter, das frisst eine ganze Eve-Spritze. So, wir können jetzt hier durchlaufen. Der Big Daddy regelt das für uns. Komm mal mit, Daddy. Hm? Wenn Sie mit Gegnern kämpfen, die größer oder stärker sind als Sie, müssen Sie jeden Vorteil nutzen, den Sie bekommen können. Mit Venge-Lurker sind Sie im Vorteil, wenn Sie Ihre Gegner unvorbereitet treffen. Dämpft deine Schritte und erhöht den Ahnungen massiv Schaden durch Nahkampfangriffe. Vielleicht gar nicht mal schlecht. Ich gehe jetzt auch geradewegs durch. Ich glaube, der Big Daddy kann hier nicht mitkommen. Schon lange nichts mehr zwischen die Zähne bekommen. Hast du was für mich und meine Mannschaft oder suchst du nur Ärger? Setz dich kurz hin. Ich muss Kaffee aufsetzen. Ja, ist klar. Vielleicht decke ich sogar den Tisch mit dem feinen Tafelsilber. Natürlich, natürlich, das wirst du tun. Bevor du in die Fischfabrik gehst, gebe ich dir noch einen Rat. Der alte Peach führt mit Sicherheit irgendwas im Schilde. Halt bloß die Augen offen. Jo, ich setz mich. Super. Mit einer Waffe kommt niemand in meine Bude rein. Leg deine Knarren in die Rohrpost, dann lass ich dich rein. Das gefällt mir gar nicht. Naja, ich habe ja immer noch meine... Wenn das der Preis dafür ist, musst du ihn wohl bezahlen. Dafür kann er dir wenigstens seine Plastik wegnehmen. Hacker Focus. Hallo, ich würde gerne... Na, ist eingefroren. Warte mal, ich hab doch...
So, ich brauche auf jeden Fall, so, Telekinese, nee, da muss ich Abfackel nehmen. Damit kann ich nämlich Hackerfokus, Hackerfotos, ein weiteres beliebtes Gentonikum der Hacksmart Produktpalette. Er entschärft Fallen in Sicherheitssystemen. Wir garantieren weniger durchgeschmorte Schaltkreise oder Geld zurück. Brauche ich nicht. Vielleicht später. So, ich will hier... Der Rauch ist natürlich nicht so geil. Ich wette, als dein Boss aus der Hölle abgehauen ist, hat er zum Teufel gesagt, dass er gleich wiederkommt. Und der Teufel hat gesagt, sehr wohl, Mr. Fontaine, ich halte Ihnen Platz frei. Ryan hat versprochen, dass Fontaine ins Gras gebissen hat. Und jetzt machst du hier seine Drecksarbeit. Ryan ist ein Penner und du... Hä? Wie soll denn das gehen? So, boah, das war eben richtig gemein. So, nach oben, dann nach rechts, das dahin und das dahin. Super, Objekte kaufen. Ich kaufe mir nochmal zwei Eve-Spritzen. Warum nicht auch mal ein Auto-Hacker? Hä? Na komm, werf noch was. Oh, Alter, was geht denn hier ab? Das wurde nur von Schmugglern und Dieben benutzt. Der Eingang ist bestimmt gut versteckt und die Schmuggler nicht mit der Nase drauf gestoßen. Alter! Hacken. Alter Schwede, was geht denn hier ab? Ey, ich dachte mir, wir sind jetzt endlich mal bei jemandem, der mal vielleicht, solange wir uns fügen, mal nicht ans Leder will. Aber das ist ja unglaublich. Ah, was eine Mistsau. Was eine Drecksau. So ein widerlicher Arsch, ey. Jetzt habe ich natürlich auch keine Waffen. So, wenn die Kameras nicht so abfacken würden, dann würde ich das Hacken ja sein lassen, aber das ist es ja nicht. Die brauchen wir ja. Oh Mann. So, jetzt brauche ich so ein Teil nach unten und nochmal ein gerades Röhrchen. Und hier haben wir auch noch. Super. Gibt hier noch irgendwas? Das fackel ich mal ab. Genauso wie das. Kohle. Gibt
Gibt hier sonst noch was, außer ein bisschen Geld? Nein. So, jetzt möchte ich mal hier lang. Hier habe ich doch auch was freigeräumt, oder? Ah, oh, ich habe wieder eine Waffe. Super. Splittergranate. Kann ich eigentlich zurück zum Röhrchen? Oder gehört das zur Story? Nee. Okay, gehört zur Story, dass er mir alles abnimmt. Schade, schade, aber immerhin haben wir wieder eine Pistole. Objekt, okay. Ups. Ja, ja, das wirst du tun. Alter Schwede. So, man weiß ja nie, ob hier irgendwas rumliegt, aber ich glaube nicht. Ja, super. Zwei Eve-Spritzen. Oh, das ist gut. Das muss ich mir merken, dass hier noch zwei Eve-Spritzen rumfliegen. Hat sich so halbwegs gelohnt, würde ich sagen. Kartoffelchips, yum, 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 yum. Okay, hier komme ich wieder raus. Im Gang zum Verstecken nur finde ich einen Keller. Ja, ich weiß einigermaßen, wo ich lang muss. Ich würde sagen, ich gehe mal kurz auf Kauftoilette, aber das brauche ich hier, um ehrlich zu sein, nicht. Kiste untersuchen, nichts drin. Nichts drin. Auch nichts drin. Ich darf nicht zu viel, zu schnell hier so rumeiern. Aha. So kommt man da also. Okay. Oha. Kohle, 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 Kohle. Ja gut, ist jetzt nicht so viel. Autohacker, Pistolenmunition. Super. Hat sich doch gelohnt, dahin zu gehen. Jetzt will ich aber nochmal zurück eine Eve-Spritze holen, weil man weiß nie, wo man sie braucht. Hatte ich den schon? Ne, hatte ich noch nicht. Ah, glühende Hand ist natürlich immer geil. Naja, sieht aber nicht so gesund aus, muss ich gestehen. Von daher... Da unten noch irgendwas? Nee, aber da liegt was. Ah, ein Verbandskasten. Super. Und da liegt die Rohrpost. Hier gibt es bestimmt auch noch was zu finden. Ah, nee, hier war ich ja schon. Okay. Hier sind also meine... Ah! Ich habe mich so nackig gefühlt. Aber nur 5 Eve? Finde ich ein bisschen komisch, weil ich hatte eigentlich mehr Eve-Spritzen. Zum Glück habe ich nicht alles gelootet. Wenn es auch ein bisschen komisch war, dass ich jetzt meine alten Sachen wiederbekomme, aber keine Eve-Spritzen. Heilen? Ja, komm, hacken wir mal. Ich glaube, wenn ich die hacke, wird es günstiger. Und jetzt habe ich ein paar Dollar aus verschwendet. Aber wird uns schon nicht arm machen. Sind irgendwelche Splicer.
Oh, dieses Singen. Ich dachte immer, die sagt LOL. So, Muni, das ist gut. Oh, diese Gesangsstimme. Waffen-Upgrade. Okay, Upgrade auswählen. Automat wird abgeschaltet, nachdem Upgrade getätigt wurde. Boah, da muss ich mich auch echt mal ein bisschen gucken, weil ich bin eigentlich... Pistolenmagazingröße ist alles ganz gut. Feuergeschwindigkeit, Schadenssteigerung. Mit der Schrotflinte bin ich eigentlich auch ganz gut. Obwohl ich ja oft die Pistole benutze. Nämlich Schadenssteigerung der Pistole. Gucken, ob hier noch was. Okay. Die haben also irgendwas geplant. Ich verstehe. Ist natürlich nichts drin. Muss ich hier lang? Ich will mich nämlich erst nochmal umgucken. Vor allem so links und rechts und überall mal reingeguckt, ob da noch irgendwas zu finden ist. So, die Antipersonen-Muni bringt's richtig, aber die ist schon scheiß selten. Fontaine macht uns jetzt mächtig Feuer unterm Hintern. Er will 80% unseres Gewinns und droht damit, uns an Ryan auszuliefern, wenn wir nicht mitspielen. Dieser Hurensohn. Sammy G meinte noch, dass er darüber nachdenkt, zur Polizei zu gehen, und am nächsten Tag wurde er in einem Sack im Wasser tot aufgefunden. Wir haben keine Wahl. Wenn wir bei Fontaine bleiben, enden wir am Galgen. Und wenn nicht, ergeht's uns wie Sammy G. Es muss noch einen anderen Weg geben. So, so. Hier geht's also richtig zur Sache. Antiperson. Oh, super. Ich finde es nur schade, dass man da so wenig davon hat. Ich sollte mir vielleicht mal ein paar Antipersonenkugeln kaufen, weil die gegen die Splicer doch sehr, sehr gut sind. Aber ich könnte mal ein bisschen Schrot vertragen. Bin froh, dass ich da reingegangen bin. Ich will jetzt mal speichern. Wo speichere ich denn? Einfach mal hier, neue Speicherdatei. Komm, passt schon. Obwohl ich eigentlich nicht so viel machen will. Warte mal. Kann ich hier irgendwie Spielstand löschen? Und hier gespeichert. Super. Zu viele Spielstände können natürlich auch das ein oder andere kaputt machen. So, ich würde jetzt hier mal die Aufnahme beenden. Ich bin jetzt schon knapp 2 Stunden dran. Das ist eine Menge, wenn man mal bedenkt, dass die Parts nicht ganz so lang werden. Ihr könnt noch ein bisschen wählen. Bis jetzt habe ich die Parts immer so auf 20 Minuten gemacht. Das ist soweit in Ordnung. Vielleicht auch so 17, 18 Minuten. Wenn aber es Leute gibt, die sagen, ich gucke sowieso komplett durch, also kannst du die Parts auch ein paar Minuten länger machen, Bescheid geben. Ich nehme immer am Stück auf, schneide mir das zurecht und gucke dann, ob ich da noch irgendwie was reinsemmel oder einfach nicht. Bis dahin, macht's gut, bis zur nächsten Aufnahme, bald 2 Stunden am Stück. Ich werde heute wahrscheinlich auch noch mehr aufnehmen, ich habe voll Bock, aber ich brauche auch zwischendurch mal eine Pause, mal was essen, Beine vertreten, die Sonne genießen und ein Stündchen mache ich dann weiter. Also wir sehen uns dann beim nächsten Mal, macht's gut, bis dann, ciao.